Unsere Anstrengungen, neue Primärkandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. P6, Dylan Fay. Dein Zuhause wird. Darling. Projekt. Thank you.
Nach Northmores Rücktritt verdoppelte ich unsere Anstrengungen, neue Premierkandidaten zu finden. Es gab keine außer mir. Das ging so nicht. Ich versuchte viel. Die Behörde sollte nie mehr in eine solche Lage kommen. Die Behörde braucht einen Direktor. Immer, wenn meine Zeit zu Ende geht, will ich Umzug haben. P1 bis P5 waren Blindgänger, Rohrkrepierer, Enttäuschung. Dann kam P6, Dylan Faden. Er fiel uns in den Schoß. Seine Eltern waren bei einem AWI gestorben. Der Junge hat unglaubliches Talent. Das älteste Haus wird sein Zuhause werden. Wir bauen ihn von Null an auf. Er wird ausgebildet und versorgt. Darling kann das Projekt leiten. Ich nicht. Ich halte mich von ihm fern. Nicht, dass mit ihm dasselbe passiert wie mit meiner Familie. Wir waren damals nicht vorsichtig mit ihm. Ich brachte etwas mit nach Hause. Ich nahm Arbeit mit nach Hause. Susanna wurde krank. Sollte ich sie hierher bringen, damit Darling sich um sie kümmern konnte. Kate ließ es nicht zu. Normale Ärzte hatten keine Ahnung, was meiner Tochter fehlte. Sie starb. Kate verließ mich. Die alte Geschichte. Ist lange her. Heute ist die Behörde mein Leben. Und die Primärkandidaten sind unsere Zukunft. Wir haben zwei. P6 und P7. Du scheinst traurig zu sein, Meg. Sag Onkel Mr. Bones doch, was du auf dem Herzen hast. Ein Halsey-Test versagt. Du kannst nicht in jedem Test eine Eins schreiben, Meg. Jedes Gehirn ist nun mal anders.
einige Gehirne können miteinander sprechen. Das nennt man ASW. ASW? Nicht dazwischenreden! Einige Gehirne können Dinge wie Bälle anheben. Das nennt man dann Flugball, weißt du, Meg? Nicht dazwischenreden! Also was soll's, wenn du beim Hellsehtest versagst? Vielleicht kann dein Gehirn Bälle werfen, mit Toten sprechen oder Freunde blenden. Wenn wir erstmal wissen, was dein Gehirn alles kann, können wir ihm eine Aufgabe geben. Und wenn du deine Sache gut machst, vielleicht sitzt du dann sogar im großen Sessel. Was ist, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Was, wenn ich nicht im großen Sessel sitzen will? Jeder will in den großen Sessel weg! Benutz dein Gehirn endlich zum Zuhören. Sonst ist dein einziger Stuhl der mit den Fesseln. Ich wünschte, damals in Ordinary wäre alles anders gelaufen. Aber Wünschen ändert nichts. Ich muss den Projekt. Ordinary. So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Dylan Faden, Primärkandidat 6. Und die Schwester, viel Potenzial. Wir sehen Northmore-Messwerte hier. Aber ich will ihn ja gar nicht erwähnen. Das sind völlig andere Umstände hier. Das ist epochal. Es gab einen Vorfall. Ja. Wir haben ein wertvolles Teammitglied verloren, ja. Zu starke Kraft. Dylan hat zu viel davon. Weil er ist ein Kind. Das ist meine Schuld. Ich war zu hart. Jungs sind nun mal so. Er ist einzigartig und unter enormem Stress. Roberts ist tot. Ein tragisches Unglück, nichts weiter. Masche muss das verstehen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ordinary. So viel läuft in diesem Fall. Gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge.
dünnen Fäden. Primärkandidat 6. Und die Schwester? Ist das das, was Dylan mir zeigen wollte? Egal. Wir müssen den Projektor finden. Meine ständige Paranoia. Ich hatte recht. Die Behörde hätte die Antworten gehabt. Aber sie blieben stumm und sahen nur zu. Wir haben immer dort gespielt. Dylan und ich. Und die anderen Kinder. Wir liebten es. Dieses Mal, ich weiß noch, war anders. Wir fanden einen Weg tiefer hinein, als hätte es sich bewegt. Wir gingen rein und haben dort den Dia-Projektor gefunden. Eine Müllhalde ist ein Ort für Dinge, die nicht mehr gebraucht und weggeworfen werden. Haben Sie sich auch mal so gefühlt, Jessie? Was? Nein! Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Gab es in Ihrem Haus einen Dia-Projektor, als Sie ein Kind waren? Dafür sind Sie noch zu jung, ja. Aber hat sich Ihre Familie zusammen irgendwann mal Fotos angesehen? In welcher Form auch immer? Vielleicht. Wann war das? Wissen Sie das noch? Bei Partys? Beim Grillen? Wie fühlten Sie sich dabei? Haben Ihre Eltern Fotos gezeigt, die Ihnen peinlich waren? War bei diesen Partys Alkohol im Spiel? Haben Ihre Eltern getrunken? War Ihnen das unangenehm? Auf! Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Der Dia-Projektor... Ich möchte Sie fragen, haben Sie als Kind je von Welten in Bildern geträumt? In einem Gemälde vielleicht? So, dass Sie in ein Bild steigen könnten, in eine versteckte Welt flüchten und dort Abenteuer erleben? Ich... Weg von Ihren Eltern? Ich denke nicht. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Suchten Sie, was in Ordinary passiert ist. Hier sollte ich anfangen zu suchen. Yeah.
ich jetzt frei? Oder sind das Haus und die Stelle als Direktorin nur eine weitere Zelle? Wer hat hier wirklich das Sagen?